Da hat ein Stadtteil von Mailand dort Axum geheißen und da ist mir die Idee gekommen, eigentlich war das ein toller Name für unsere Band. Ich weiß nicht wieso, aber es hat irgendwie so, er war kurz, bündig, ideal. Es waren vier Buchstaben, wir waren vier Leute und dann ist Axum geboren gewesen. Und ich muss sagen, der Name Axum ist bis heute aus Südtirol nicht verschwunden. Und mich freut es ganz besonders, wenn so Söhne von Vater noch zu mir kommen, ja, der Vater hat eine Kassette von Enk und das ist so toll. Und es passiert mir eigentlich in ganz Südtirol halbe öfter und immer wieder. Ich muss sagen, also irgendwas ist hinten geblieben. Die Lieder waren vielleicht irgendwo schon, wie gesagt, aus dem Herzen und ehrlich und gut. Tausend andere und ein Mensch ohne Namen. Ein Bett, ein Stuhl, ein alter Tisch, ein Rosenkranz, ein Kruzifix, ein paar staubige Bilder und vier Wände. Ein Foto von einer Frau, schien in Grum auf dem Tisch. Eine Wanduhr, die schon lang. Also als ein Bub von Land kommst du in so eine Riesenstadt und dann siehst du natürlich die heißen Fassaden und dann denkst du, was tun die Leute alle dahinter die Häuser, wer ist hinter den Fenstern und dann siehst du auch die alten Leute, wie sie wegkümmern, dann siehst du die Jungen, die Probleme und das als Musiker und als Autor kommt einfach eine Idee, du musst ein Lied schreiben, das ist stärker als du und dann musst du das aus und die haben besonders auf die alten Leute damals gedacht. Ich muss sagen, dass es leider Gottes allem noch gleich ist. Das Thema ist leider Gottes immer noch aktuell. In die Städte, die alten Leute haben es wirklich schwer. Und ja, ich hätte mir ein Lied drüber schreiben. Draußen am Betonbalkon eine Reihe rote Blumen. Neben dem Bett ein Telefon, das schon lang nimmer geleidet hat. Jo, aus ihr Heim kommt keins vorbei, sie fragen, wie es denn geht. Und niemand nimmt sich eine Handvoll Zeit und rettet mir die drei Wochen. Ja, das ist ein Gedanke, den der Alex schon vor Jahren an uns herangetragen hat, dass er gesagt hat, wir müssen das eigentlich wieder aufleben lassen. Es ist auch mit dem zu tun, dass viele Freunde von uns von früher, wenn sie uns so getroffen haben auf der Straße, immer da, Ginny ist mein Spitzname, und das müsst wieder spielen und tretet wieder mal auf oder macht wieder einmal Axum und weißt noch, wie das toll war. Und so natürlich werden wir auch verglichen mit den Zeiten, wie es heute ist und was früher war. Das war die unbeschwerte Zeit und die unbekümmerte, die Texte auch alles zusammen. Und dann hat der Alex gesagt, machen wir wieder Revival. Ja, das ist einfach bärig, dass wir uns wieder treffen, dass wir uns nach fast 40 Jahren zusammenkommen und dass wir uns. Es ist einfach ein bäriges Gefühl, weil ich denke, dass die ganze Jugend von uns wieder zurückkommt. Und die Idee ist eigentlich entstanden, weil wir die alten Songs wieder irgendwann einmal am Wochenende rausgesucht haben, die ein bisschen angekocht haben, ein bisschen bearbeitet haben. Dann habe ich gesagt, mache ich mal eine CD für alle, damit sie es einmal anhören kann, wie es vor 30, 40 Jahren war. Und das hat sich so ein bisschen entwickelt. Ich habe mich noch mit Alex getroffen und gesagt, das ist ganz toll, machen wir es ein bisschen, suchen wir ein bisschen. Und irgendwann haben wir gesagt, ja, wir treffen uns alle mal zusammen nicht. Und der Markus, mein Bruder, ist nicht dabei heute, aber er war ja dabei bei Axum, der hat Gitarre gespielt und so haben wir gesagt, wir machen mal was und vielleicht ergibt sich für die Zukunft irgendwann einmal eine Gelegenheit, wieder zusammen aufzutreten. Musik.
Holzbanken vor der Kirche, wackelig und gezeichnet vom Regen. Vielleicht jetzt 10 oder 100 Jahre am Platz, und wer weiß, vielleicht hat's noch niemand richtig gesehen. Wir stehen im Winter, wenn die Schneeflocken fallen. Wir stehen im Sommer, wenn die Sonne lacht. Wir stehen im Herbst, wenn der Wind die Blattland treibt. Und im Frühling, wenn die Welt neu erwacht. Und die Turmo dreht sich und bleibt nicht stehen. Und die Zeit, die verkehrt wie im Film. Wo's Bankel steht, Felsen fischt. Und haltet seinen Buschen bis zur Licht. Das Bankl war auch eine ganz hitzige Sache. Es war eben auch vor 30 Jahren circa. Noch nicht gesehen, die Leute waren alle narrischer, alle frenetischer. Keiner hat mehr Zeit, einmal niederzusitzen und zu fragen, wie geht's da denn? Oder sitzen wir mal einen Sprung nieder, reden wir mal kurz. Niemand mehr der Weil gehabt. Und dann ist mir das Lied gekommen, das Bankl. Da geht es darum, dass niemand mehr Zeit hat, 5 Minuten niederzusitzen. Und ein bisschen zu quatschen. Und das alte Bankl ist traurig, weil es ganz allein da steht. Und auch da wieder, leider Gottes, noch die 30 Jahre, muss man sagen, dass es noch viel, viel, viel schlimmer geworden ist. Also ein top aktuelles Thema. Das Bankl steht und schaut so aus, als wollte er zufrieden. Und ich spür's, ja, es lautet mir hin. Es flüstert mir zu. Schau, ich bin nicht so allein. Sei mein Freund und guck die 5 Minuten hin. Du hast echt sicher ein bisschen Zeit für mich. Guck dich nieder und mach mal 5 Minuten zu. Ich erzähl dir von meinem Leben, aber nimm's nicht so genau. Weil 5 Minuten sein für mein Leben fast nicht genug. Und die Domo dreht sich und bleibt nicht stehen. Und die Zeit, die verkehrt wie im Flair. Aber das Bankl steht, Felsenfisch. Und haltet seinen Posten bis zur Licht.